Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu ReCore. Setzen wir den Kern ein. Stark genug sind wir endlich. Und wir kommen hier durch. Und es geht hinein. Und ich denke, hier werden wir auch nochmal einen Kern finden. Locker. Wo sind wir jetzt hier? Sind wir schon in diesem Turm drin? Oder ist das nur das Labyrinth? Endlich im Labyrinth angekommen. Sehen wir uns erstmal ein bisschen um. Was schalten wir aus? Oh, er hat hier wirklich alles dicht genebelt. Oh, ich hätte unten bleiben können, hätte ich es überlebt. Mies. Okay, knipsen wir das Ding aus. Da konnten wir ihn anvisieren. Ah, noch einer. Du nebelst hier nichts zu. Ja, wir finden bestimmt einen neuen kleinen Roboter, der uns da hochboostet. No fucking way. Hau drauf. Boah, Seth ist richtig stark geworden. Sehr cool. Garantiert finden wir irgendwas Neues, weil ich habe das schon auf den anderen Ebenen gesehen. Oh oh. Das dachte ich mir, kleines Mistviech. Ich sag ja, Mac brauchen wir so gut wie gar nicht mehr. Alles, was wir in der Umwelt brauchen, ist ein Duncan, der alles kaputt haut, und ein Seth, der uns irgendwo hochkatapultiert. Da haben wir schon unser kleines Spielzeug. Vielleicht auch eine neue Waffe, wer weiß. Dicke, fette Strahlen. Nicht mit uns. Okay. Mal gucken, wie ich überhaupt da hinkomme. Hier hören die Strahlen irgendwann auf. Das heißt, wir können da runter. Dann springen wir einfach außen rum. Und hier. So weit war ich noch nicht. Und ich dachte, da ist eine Plattform. Aua. Ah! Wir haben schon so ein kleines Teil. Heißt, wir können das bestimmt hier reinstecken. Können sich ja nur auf den unteren Plattformen verstecken. Au! What the? Da kommt auch noch niemand drüber gesprungen. Herrlich. Okay, rollen wir das Ganze nochmal von vorne auf. Wir dashen erstmal hier hin. Dashen erstmal hier hin. Hier warten wir noch. Da ist so ein scheiß Ding, was ich letztes Mal nicht gekillt habe. Ja, das lassen wir mal lieber. All der unraffinierte E-Wandler sieht giftig aus. Hoffentlich haben die Kernbots sie nicht benutzt. Ja, vielleicht sind die dadurch mutiert oder so ein Scheiß. Scheiß Ding. Oh, ich muss den ganzen Weg auch nochmal zurück.
Ja, da können wir uns nicht rauskämpfen. Obwohl, Duncan könnte schlau sein. Ist er auch. Blobbidi blob. So, noch ein Stück höher. Oh. Also ein Stück kann ich springen, aber nicht zu hoch. Da liegt's ja schon. Orange. Jetzt geht das Ding so runter und killt uns und zersäbelt uns in 1000 Stücke. Yeah. Hoch hier und das Ding geklaut. Eine Werkbank. Die könnte nützlich sein. Hier ist eine Werkbank. Daumen drücken. Ein defekter Kopf. Hey, ein Teil eines Fliegerkernbots. Wenn wir eine komplette Hülle bauen, kommen wir hoch zum Ausgang. Kommt mit, suchen wir die übrigen Fliegerteile. Eieiei, das dauert ja länger als ich dachte. Lass uns mal ein bisschen zuquasseln hier. Wie gesagt, jeder Kernbot braucht eine Hülle. Und der Erfinder der Hüllen ist selbstverständlich dein Missionsleiter und leitender Wissenschaftler Dr. Julius Roldan. Habe ich dir je erzählt, wie wir uns kennenlernten? Das war auf der ersten Mandatkonferenz für alle Forschungsgruppen weltweit, die an der Sandteufelkrise arbeiteten. Da waren hunderte von Leuten und Julius saß einfach zufällig neben mir. Nein! Er sagte, ihm gefällt mein Robbie der Man wird selbst... Oh, ich bin wieder da! Keine lange Ladezeit! Boah, danke! Perfekt! What? Oh, ich komme ja sogar hier hoch. Da müssen wir aber noch nicht hin. Wir müssen erst das kleine Ding besorgen. Nice, da hinten auch nochmal. Ja, wir gehen ein. Oh, wie nett, dass wir aber direkt hier wieder rauskommen. Hi, Bot. Wir warten noch einen ab. Wow. Machen wir schnell. Wir sind so schnell, die kriegen uns gar nicht. Rein mit dem Singen. Nächstes Teil. Klasse. Irgendwie habe ich schon geahnt. Boah, das Ding scheint heftig zu sein. Voll ab. Den kriegen wir. Easy. Kernsammler. Verdammtes Feuer, verdammtes Feuer. Oh, die Bombe fliegt. Das lief ja mal genial. Anstatt 5000 Jahre darauf rumzukloppen, haben wir das direkt geschafft.
öffnen und saß. Hier ist noch ein Teil. Zwei Teile noch. Oh, das Ding ist lila. Sind wir stärker geworden? Machen die Viecher nämlich ziemlich schnell platt. Alter. Jongleur, ja. 20er Combo geschafft. Ey, der ist dahinter. Nur ich nicht. Okay, irgendwas mache ich falsch. Aha. Jetzt. Die Raffination von E-Wandler ist schwierig. Es gab nie genug, um alle Kernbots zu versorgen. Wir mussten Engpässe vermeiden. Au, jetzt wurde ich getroffen. Und wieder getroffen. Und das Ding senkt sich. Verdammt, wo ist das Biest? Ja, toll! Geiles Design. Muss man so sagen. Muss die Quelle ja schon vorher finden. Denn die Zeit läuft jetzt. Uh-oh. Schieß genau auf das Ding, es geht nicht kaputt. Ah. Wir kommen dann auch schon durch. Die Raffination von E-Wandler ist schwierig. Es gab nie genug, um alle Kernbots zu versorgen. Wir mussten Engpässe vermeiden. Oh, fast. Ah, wir kommen da schon rum. Auf geht's.